Uta Baranowski hat zur Gesichtsverjüngungsgymnastik geladen. Die 61-Jährige sagt Augenringen und schlaffer Haut den Kampf an. Man wird nicht jünger und wie man sieht, man hat genügend Falten im Gesicht. Seit 2 Jahren gibt die gelernte Wissenschaftsjournalistin im Freizeitforum Marzahn an andere weiter, was sie zuvor am eigenen Gesicht ausprobiert hat. Also als erstes ist mir aufgefallen, Anfang 50, dass bei mir die Schlupflider runterhingen. Immer mehr, ja, das fängt eigentlich schon früh an, aber ich habe es erst Anfang 50 mitgekriegt. Ein Kopf ist ein Gummiball und wenn er wieder wie ein Gummiball ist, dann funktioniert doch alles wieder gut. Dort aber geht es eigentlich von der Natur aus hin. Ich will nicht, dass es kalkig wird, sowohl innen nicht als auch außen nicht.